Während der größte Teil der Welt von der Subsistenzwirtschaft lebt, erwirtschaftet Suryavarman einen Gewinn, mit dem er gigantische Projekte wie Angkor Wat finanzieren und gegen seine Nachbarn Krieg führen kann. Die wachsamsten Wärter und die sichersten Zellen. Im Stateville sitzen nur die schwersten Jungs ein. Die meisten wegen Mord oder anderen Gewaltverbrechen. Für die Inhaftierten ist jeder Tag ein harter Kampf ums Überleben. Was gibt diesen Menschen Kraft und welche Hoffnungen haben sie? Überleben hinter Gittern. Heute auf N24. Nachrichten, die man nie vergisst. 10 Jahre N24. Dasselbe Hotel, das gleiche Zimmer, aber 2 Preise. Lass dir nichts vormachen. Mach den Trivago-Check. Trivago findet für 400.000 Hotels auf 100 verschiedenen Websites immer den günstigsten Preis. Einfach das ideale Hotel auswählen. Trivago zeigt, wo man es zum besten Preis buchen kann. Trivago. Hotels sucht man so. Es gibt Stoffe, die schützen vor Hitze, Kälte und mehr. Andere Stoffe sind besonders behaglich und flexibel. Steiko-Dämmstoffe sind all das und mehr. Ob Haussanierung oder Neubau, setzen Sie auf die wohngesunden Dämmstoffe von Steiko. Steiko. Natürlich besser dämmen. MeinAuto.de bietet Top-Rabatte beim Neuwagenkauf. MeinAuto.de hat alle Marken und alle Modelle. Einfach Wunschneuwagen zusammenstellen und den billigsten Händler finden. Bis zu 35% sparen, ohne verhandeln zu müssen. Auch Finanzierung und Leasing sind möglich. Neuwagen zu Internetpreisen bei www.meinauto.de. Jede Alltagslangeweile wandelt sich in Reiseträume bei reise.com, dem Reisemarktplatz im Internet. Nur bei uns 12.000 Reiseexperten, die Ihre Urlaubsfragen beantworten. Reise.com mit Bestpreisgarantie. Reise.com. Die nächste Reise kommt bestimmt. MeinAuto.de bietet Top-Rabatte beim Neuwagenkauf. Bis zu 35% sparen. Alle Marken. Neuwagen zu Internetpreisen bei www.meinauto.de. So wie das alte Ägypten nur dank des Nils zu Reichtum und Macht gelangte, so ist das Überschwemmungsgebiet des Tonle Sap die Grundlage für das Wachstum des Königreichs der Khmer und für das der Riesenstadt im Zentrum. Die Baumeister Suryavarmans können, was Wissen und Technik angeht, aus dem Vollen schöpfen. 1532 Säulen stützen die Decken des Tempels. Sie sind zu hoch, als dass man sie einfach aus aufeinander gestapelten Steinblöcken errichten könnte. Also verlassen sich die Baumeister auf eine andere alte Bautradition, das Zimmerhandwerk. Die Tempel wurden aus Stein errichtet, doch die Menschen lebten in Häusern aus Holz, das sie gekonnt verarbeiteten. Auf einigen Steinreliefs sind Häuser und Paläste abgebildet. Auf diesen Bildern sieht man, wie die Holzverarbeitung die Technik, Stein zu schneiden und zu meißeln, beeinflusst. Sie wurden auf dieselbe Weise gemeißelt, wie Muster und Formen aus dem Holz gestemmt wurden. Auch die Übergänge der Blöcke weisen Ähnlichkeiten mit Holzarbeiten auf. Man sieht, dass Holz als Vorlage dafür diente, den Stein so zu schneiden, dass man eine saubere, verzapfte Verbindung unter Spannung erhält. Zimmerer und Steinhauer arbeiteten einträchtig zusammen. Mit ihrem Wissen, wie die Formen ineinander greifen müssen, und indem sie das Gewicht und die Reibung der Blöcke untereinander in ihrem Sinne nutzen, erschaffen die Khmer die Silhouette, für die Angkor Wat berühmt ist. Als die Wände des großen Tempels beinahe fertig sind, fehlt ihnen allerdings vermutlich das Know-how einer grundlegenden Bautechnik, die des Rundbogens. Möglicherweise, weil Bogenkonstruktionen problematisch sind.
Der Bogen birgt fantastische Möglichkeiten und kann große Lasten tragen. Doch hat er auch entscheidende Nachteile. Einer davon, er muss an den Enden großem Druck standhalten. Wenn ich so einen Bogen bilde, wirken die Kräfte nach außen. Deshalb braucht man außen etwas, das diesem Druck gewachsen ist. Darum wird bei den Dächern von Angkor Wat mit Kragsteinen gearbeitet. Jeder, der schon mal mit Bauklötzen gespielt hat, weiß, was Kragsteine sind. Man setzt die Steine leicht versetzt aufeinander und es entsteht ein überdachter Raum. Bei europäischen Bauwerken, zum Beispiel in Kathedralen, müssen die Dächer große Flächen überspannen. Doch die Architekten der Khmer bevorzugen Gänge und kleine Räume. Da ist die Kragsteintechnik eine brauchbare Alternative. Um die besonderen Anforderungen bei ihrem Tempel zu erfüllen, bauen die Khmer zahlreiche Abdeckungen auf diese Art und Weise, schaffen so ihren eigenen typischen Baustil. Allerdings drückt der Sandkern beim Weiterbau des Tempelbergs gegen die mit Sandstein verkleideten Lateritmauern. Der Druck nach außen ist so groß, dass die Mauern einzustürzen drohen. Schnell muss eine Lösung her, ehe das gesamte Bauwerk zu einem Haufen Sand und Steine zerfällt. Trotz aller Mühen beim Bau von Angkor Wat ist das Bauwerk ständig vom Einsturz bedroht. Die meisten Bauwerke aus Stein wurden nach der Methode Versuch und Irrtum gebaut. Beim Kathedralenbau in der Gotik wurde oft so hoch gebaut, wie man eben kam. Und kurz bevor alles einstürzte, hörte man eben auf zu bauen. Das Gewicht des Sands innerhalb der Lateritmauern drückt fortwährend gegen den Stein. Die Baumeister Surya Varmans müssen die Lateritwände verstärken, damit der Tempelberg nicht auseinanderfällt. Wie sie das anstellten, sieht man heute im allerheiligsten Bereich von Angkor Wat, der früher nur den höchsten Priestern zugänglich war. Diese Stufen gehören zu den steilsten der Welt. Einem alten Priester oder König ist es sicher sehr schwer gefallen, darauf zu steigen. Eigentlich geht man auf Zehenspitzen hinauf. Rechts und links befinden sich diese mächtigen Stützmauern. Sie leiten den enormen Druck ab, der auf die Mauern wirkt, und verteilen ihn. Deshalb steht das Bauwerk seit mittlerweile fast 1000 Jahren. Fast genau zur selben Zeit, als in Paris das Strebewerk von Chartres gebaut wird, arbeiten die Khmer am anderen Ende der Welt nach fast demselben Prinzip. Druck wird mit Gegendruck aufgefangen. Doch ehe man den Tempelberg besteigen kann, muss man den berühmten Wassergraben überqueren. Für Damien Evans sind Graben und Tempel zwei voneinander unabhängige technische Meisterleistungen. Da ist dieser Tempel, dessen Bau vermutlich Jahrzehnte dauerte und an dem Hunderttausende Menschen gearbeitet haben. Doch das davor ist nicht weniger beeindruckend. Auch für den Bau des Grabens brauchte man Hunderttausende Arbeiter über Jahrzehnte. Nachdem der Graben ausgehoben ist, wird er, wie die Tempelmauern, mit Sandstein ausgekleidet. Doch sind die Steinblöcke hier noch größer. Die Arbeiter müssen damit die innere und die äußere Wand des Grabens verkleiden. Auch diese Steine werden mühsam von der Hügelkette der Kuhlen herantransportiert. Man kann sich vorstellen, wie anstrengend es gewesen sein muss, all diese Steine über eine solche Entfernung bis zu diesem Graben zu bringen. Auch er gehört zu den beeindruckendsten Bauten der Geschichte. Vom Graben bis zu den Dächern, überall wird Sandstein verwendet. Die berühmte Kragsteintechnik, die man nun im Inneren des Tempels besichtigen kann, wird außen noch von den ineinandergreifenden Dachsteinen übertroffen.
Bei der Restaurierung wird deutlich, wie die Khmer ihre Dachdeckertechnik an das Monsunklima angepasst haben. Der Regen ist eine fortwährende Bedrohung. Frühere Instandsetzungsversuche haben gezeigt, welche Gefahren lauern, wenn westliches Know-how bei asiatischen Bauwerken angewendet wird. In den 1980er Jahren wurden nach einer größeren Renovierung die Dachsteine wieder aufgesetzt und mit Zement versiegelt, damit kein Wasser eindringt. Unglücklicherweise wurden ätzende Chemikalien aus dem Zement ausgewaschen, tropften in den Tempel und drohten einige der berühmten Flachreliefs zu zerstören. Darunter das große Bild mit Namen »Das Quirlen des Milchmeeres«. Götter und Dämonen ringen um die Unsterblichkeit und zerren an beiden Enden der mythischen Schlange Vasuki, die um einen Berg gewunden ist. In der Mitte steht Vishnu, der Schutzherr von Suryavarman. Durch das rhythmische Hin und Her wühlen sie das Milchmeer auf. Aus dem gequirlten Meer entsteht das Elixier der Unsterblichkeit. So this great tableau is presented within. Die prächtige Darstellung ist Teil einer Galerie mit den besten Steinmetzarbeiten der alten Khmer. Das Problem: aus dem undichten Dach über dem wertvollen Flachrelief tropfen schädliche Salze, Wasser und Flechten herab. Nun wird untersucht, wie die Konstruktion mit den originalen Dachsteinen funktionierte. Der Denkmalschützer Long Nari beschreibt das Drainagesystem, das innerhalb des Dachs das Wasser aus dem Bauwerk ableitet. Wenn Wasser durch offene Ritzen eindringt, gelangt es nicht direkt ins Bauwerk, sondern fließt durch diese kleinen Rinnen aus dem Gebäude heraus. Der Zement hat diese Rinnen verstopft. Es entstanden Risse und das Dach leckte. Gewaltiger Schaden drohte. Doch nun wird das Dach wieder instand gesetzt. Die Steine werden abgenommen und zu Boden gelassen. An manchen Stellen sind ganze Teile abgebrochen oder vom Salz beschädigt. In den Werkstätten werden die Steine einzeln gereinigt und der Mörtel entfernt. Die ursprünglichen Rinnen werden wiederhergestellt. Der Stein wird ausgebessert und versiegelt, um ihn vor den Einflüssen des Wetters zu schützen. Dann werden die Ziegel wieder ins Dach eingesetzt. Sie sind ein Beweis für die Genialität der Bautechniken der Khmer, die Jahrhunderte überstanden. Tausende Steine, aus denen der Tempel von Angkor Wat besteht, ruhen seit rund 900 Jahren in einer perfekten Anordnung auf und aneinander und schützen die Kostbarkeiten im Inneren. Suryavarman wird älter. Wird er lange genug leben, um die Fertigstellung seines großen Traums zu sehen? Wenn nicht, wird er im Himmel kein Glück haben. Der Bau des Tempels wird für die Arbeiter zum Wettlauf gegen die Zeit. Er muss vor dem Tod des Königs fertig werden. Es gibt Hinweise darauf, dass sie den Wettlauf verloren haben. Unvollendete Reliefs zeigen, dass das Projekt nicht vollständig fertiggestellt wurde. Charles Higham glaubt, dass der Tempel seinen Zweck erfüllen konnte und die Asche Suryavarmans hier ihre letzte Ruhe fand. Der König starb und wurde eingeäschert, doch er lebte weiter und bekam einen neuen Namen, Paramavishnuloka, der in Vishnus Paradies Weilende. Higham erwähnt einen Beleg für die Verbrennung, durch die der König zu einem lebenden Gott werden sollte. Die Asche wurde in eine große Steinurne gefüllt. Solche Urnen haben die Zeit überdauert und eine wurde hier gefunden.